Heute gibt es ein paar geheime Empfehlungen für euch in Köln, wo ihr schön und lecker essen gehen könnt. In all denen war ich selber noch nicht, aber es wird tatsächlich ein Gaumenschmaus. So ein Gaumenschmaus, wie ihr den auch zu Hause haben könnt. Überleitung wie Thomas Gottschalk, denn mit Löwenanteil könnt ihr das natürlich haben. Mit dem Code FreeWaffel könnt ihr da ordentlich sparen, auch aufs Abo-Modell und euch ein bisschen eindecken für ein gutes und gesundes Essen zu Hause. Macht das gerne mal, das ist auch unsere Go-To-Mahlzeit im Büro immer und unterstützt euren Bauch mal und unterstützt vor allem meinen Abo-Count, denn bei 2 Millionen Abonnenten kriege ich nach wie vor den Gaming-Kanal von Julian Bam. Mir wäre es langsam wirklich wichtig, dass wir Julian Bam mal weinen sehen. Also, ja, gut. Platz Nummer 1 ist heute, also der erste Spot ist nicht Platz Nummer 1, aber es ist Massimo, sagt man immer. Das kommt von dieser jungen Dame hier als Empfehlung. Sagen Sie kurz drei Wörter zu Massimo, dem Place. Das ist mein Lieblingsitaliener. Das ist ein Wort. Holy shit, Alter. 4,4 von 5 Sternen, 593 Bewertungen. Jetzt denkt man erstmal so, ja, ist ja so, wie ein gutes Restaurant immer bewertet ist. Aber das sind wirklich die kleinen Läden. Wir sehen es schon im Hintergrund. Die haben gerade frisch aufgemacht, haben fast jeden Tag von 12 bis 22 Uhr oder so auf. Und es gibt hier Otonina, die beste Pasta und das beste italienische Essen, was sie so kennt. Wir gehen mal ganz kurz in die Rezension rein. Absolut empfehlenswert. Wir haben unsere Hochzeit dort gefeiert. Der Service war traumhaft, das Essen unfassbar lecker. Alles, was übrig war, wurde uns netterweise gepackt höchstwahrscheinlich. Wir hatten einen Tisch für 20 Uhr an einem Mittwochabend reserviert und hätten nicht gedacht, dass es so voll sein würde. Service war sehr freundlich und schnell. Und da sieht man schon auf dem Bild diese Trüffelpasta-Nudeln, ne? Und das sind die besten, die du jemals gegessen hast, hast du gesagt? Sehr quirliger Betrieb, Kölner Südstadt mit südländischem Flair. Unbedingt reservieren, meist alles voll besetzt. Das ist so ziemlich auch der O-Ton, den ich von Nina kenne. Immer eine Woche vorher Bescheid sagen, weil ansonsten kriegst du hier nichts mehr. Weil es ist klein und muckelig. Und wir gucken uns das jetzt mal zusammen an und gehen mal rein in die Bude. Komm mit. Draußen. Wir wollen keinen drin stören, weil es ist sehr, sehr muckelig. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Nina sitzt jetzt neben mir, weil die war ja schon ein paar Mal hier essen und es gibt irgendwas Spezielles. Also nicht nur, dass hier Leute derbe an Zitzen nuckeln. Das sind Romulus und Remus. Die beiden Kollegen aus der Wüste, die Kamele abgenuckelt haben. Ein Kamel mit... Wolf. Die sind von einem Wolf aufgezogen. Ein Kamel mit steifen Höckern. Wir müssen es aussaugen. Gut, also, wie funktioniert's? Du wolltest mir nämlich gerade erklären, ich habe sie gestoppt, damit wir alle zusammen den Prozess erleben können. Okay. Also hier ist es generell so, dass du zu jeder Hauptspeise, die du bestellst, automatisch eine Vorspeise mit dazu kriegst. Und dann kannst du auswählen, das steht hier oben, ob du eine Tomatensuppe, einen kleinen Salat oder einen Panzanella haben möchtest, spricht man, glaube ich, aus. Das ist ein italienischer Kartoffelsalat, der zusammen mit so einem kleinen Bruschetta kommt. Und es ist unfassbar lecker. Okay, also habe ich noch nie gehabt, hört sich aber spannend an, Bruschetta und Kartoffelsalat. Zwei Sachen, die in meiner Welt selten zusammenpassen, aber ich bin doll gespannt heute. Und ansonsten ganz schön viel Pasta, ne? Also mit Fleisch, ohne Fleisch. Wir sind preislich, sage ich mal ganz kurz, wenn wir die Antipasti weglassen, bei den Hauptspeisen, das ist einmal Pasta und hinten nochmal Fleisch, Pizza, klassische Pasta. Immer um den Dreh 11 Euro fängt es an. Fisch und Fleisch, also ein fettes Filet mit Pfeffersoße, Rucola, Rosmarinkartoffeln sind wir bei 30 Euro. Wohl bemerkt dazu, wir sind hier in der Kölner Südstadt. Für alle Leute, die das nicht wissen, wir gehen jetzt mal nach dem Wohnungsmietindex. Köln-Belgisches Viertel, teuerstes Wohnviertel in NRW. Die Kölner Südstadt, wo wir gerade sind, das zweiteuerste in NRW. Dementsprechend auch, ne? Also hier ist exklusiv die Nummer. Was machst du denn? Also normalerweise ist meine Lieblingspasta hier die Tartufati mit Champignons und Trüffelsahnesoße, aber ich nehme die hier unten. Die mit Artischocken? Artischocken, getrockneten Tomaten und Oliven. Ja, das Trüffelding interessiert mich natürlich schon brennend, muss ich ehrlich zugeben. Wie stehst du zu Trüffel? Du magst nicht Trüffel, ne? Weil mich natürlich auch schon reizt, wenn du sagst, es ist so die Pasta und alle klassischen Pasta-Gerichte kosten halt 11 Euro hier. Da würde mich natürlich schon interessieren, wie die Penne Gorgonzola, nein Quatsch, wie die, Spaghetti Carbonara schmeckt. Weil wenn wir schon sagen, beste Pasta in Köln oder du das sagst, dann müssen wir das natürlich auch machen. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch jetzt das Trüffelerlebnis in meinem Maul haben. Ne? Naja, ich werde mich jetzt gleich mal entscheiden. Das zum kleinen Überblick für euch auf jeden Fall. Ich bin jetzt gleich mal ganz schön doll gespannt. Was für ein Essen. Was wird? Vorspeise ist jetzt angekommen. Es ist tatsächlich ein K-Salat, wie man sagt, bei uns in Süddeutschland und ein kleines Bruschetta. Ist es italienischer Kartoffelsalat? Gibt es da Präferenzen? Oder? Der sieht so essigmäßig aus, was ja sehr untypisch ist für hier. Cremig-ölig. Mhm, lecker. Du bist glücklich darüber, ne? Ich bin mega glücklich, liebe das. Ich finde die Kombi so ultra weird, aber irgendwie auch extrem passend. Weil ich finde auch, ist so eine Grundregel, Kartoffelsalat funktioniert zu allem. Früher immer Spätzle mit Sauerbratensoße und Kartoffelsalat dabei gegessen. Plus dann noch ein grüner Feldsalat. Auch noch alles auf einem Teller. Und dann war das so ölig-sapschig, alles zusammen. Das war immer ein gutes Erlebnis. Jetzt mit einem Brot dabei.
Wir haschen Tomaten. Aber jetzt ist selbst eine Tomate lecker. Das ist gutes Öl. Es legt sich um alles und ich fühle mich so, als wären meine ganzen Lippen einmal so einbalsamiert mit einer guten Öllage. Kasalat finde ich gut. Ich natürlich als Schwabe. Muss es jetzt ganz ernst bewerten. Vorspeise mache ich zusammen. Ich finde die Kombi geil. Ich finde es eine 4 von 5. Ich finde es tatsächlich ganz spannend und ganz lecker, muss ich sagen. Und eine gute Vorbereitung für so eine Hauptspeise. Ist übrigens bei mir jetzt eine Carbonara geworden. Bei den anderen beiden, kleine Überraschung. Was sagst du? Zur Vorspeise? Mhm. Bei mir ist das eine 4,6 von 5. Dann würde ich sagen, Hauptspeise. Wird jetzt ein großes Schlemmer-Thema. Also ich bin immer noch ein bisschen irritiert, dass ich so eine Obstschüssel bekommen habe. Aber Nina sagte schon, es wird einfach fertig gemacht und rausgekloppt. Schauen wir mal. Unten ist es sehr cremig, söpschig. Aber der Geschmackstest muss natürlich auch noch bestanden werden, sag ich dir. Riecht zumindest schon ganz schön gut. Was hast du jetzt? Du hast einen Carciofi heißt das. Das ist mit getrockneten Tomaten, frischen Tomaten, Oliven und Artischocken. Darf ich gleich mal reinpieksen? Ja, aber natürlich, selbstverständlich. Cremig, salzig, wenn mich mein Augenschein nicht täuscht, ohne Sahne. Das ist Alleinstellungsmerkmal. Das schmeckt gefährlich gut, sag ich dir, wie es ist. Das ist bei mir eine 4,7, würde ich sagen. Das ist kurz vor perfekt. Das freut mich gerade richtig. Yay! Besonders eine riesige Portion. Und in diesen 11 Euro war jetzt mit inbegriffen die Vorspeise. Das heißt, was wir vorher gegessen haben. Das heißt, gehört mit dazu, nur damit man das macht. Also wenn man jetzt überlegt, wenn man eine normale Vorspeise, würde das ja dieses Riesending so 6 Euro kosten. Das ist schon heavy. Das ist schon heavy. Darf ich mir ein Nüdelchen rauspieksen, ein kleines? Ich würde mir eine Tomate mal dazu klauen, eine kleine Kirsche, wenn ich darf. Sorry, jetzt piekse ich hier sehr viel drin rum. Das wollte ich überhaupt nicht machen. Das ist ja super ekelhaft. Was sagst du denn in der Zwischenzeit, wenn ich mir was reinmampfe? Es ist eine 4,8. Ich lieb's hier. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Was bräuchte ich, um noch krasser zu werden? Weil bei mir ist es ein bisschen der Speck. Zitrone. Ach wirklich? Zitrone, ja, aber das ist ein persönliches Thema. Aber für mich ist das in Köln die beste Pasta, die man kriegen kann. Wilde Bandnudeln, die sind so komisch al dente. Die sind so bissfest. Aber weich bissfest. Aber weich bissfest, nicht drüber. Interesting. Und ja. Louis hat noch eine Pizza dazu bestellt. Da würde ich mir jetzt mal gucken, dass ich so ein ganz kleines Stückchen mir hier rausreißen kann. Ich mache es noch viel besser, Louis. Ich werde mir einfach die kleine Gabel nehmen. Und dann mache ich das Widerlichste, was man machen kann, wenn man eine Pizza hat. Es tut mir sehr leid, dass du das ertragen musstest. Ich probiere mal ein Stück. Ich finde, bei der Tomatensauce, willst du mal probieren, könntest du noch ein Stück mehr Salz und Pfeffer vertragen. Wenn ich darf, würde ich auch gut. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe hier noch nie eine Pizza gegessen. Es ist ein Pasta-Place, ne? Es ist ein Pasta-Place für dich. Aber also den Rest finde ich ganz geil. Also machst du dir selber drüber, machst noch ein bisschen Chiliöl oder so, ein bisschen Salz, Pfeffer steht da. Also es ist ansonsten derbe lecker, muss ich sagen. Also auch der Boden ist wirklich on point. Aber gerade wenn wir das hier haben, weil die Dinger sind wirklich on point und halt ordentliche Salzkante. Also von allem drumherum. Rand sieht auch geil aus. Boden ist geil, Käse ist lecker. Fungi-Sachen noch mit Nachwürzen. Aber gehen wir mal in so eine 3,9. Ist fast eine 4. Lass es abgerundet sein. Ansonsten sehr fruchtige Tomatos. Wir essen mal auf. Und dann machen wir gleich ein Komplettpaket. Mir geht's gut jetzt danach, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Das war eine ganz gute Offenbarung. Insgesamt dann wirklich noch mal so mit der Vorspeise zusammen so 7, 8 Euro für so eine fette Portion Nudeln. Wir haben uns das auch mit einpacken lassen, jetzt Teile davon. Heftige Nummer. Also 4,4 war es auf Google. Ich selber gehöre, ich sage 4,6 ist eine gute Nummer für das Rundumpaket, was man da kriegt. Ich fühle mich wohlig genährt. Jetzt brauche ich einen kleinen Absacker. Vielleicht was Süßes. Und da haben wir was vorbereitet. Und zwar bei Spot Nummer 2. Für euch als kleiner Geheimtipp. Kommt mit. Spot Nummer 2. 4,9 von 5 möglichen Sternen. Also das ist fast perfekt bewertet bei 99 Bewertungen. Also wir werden die 100. sein. Nur wir machen es nie da, sondern im Video. Naja, Patisserie Sonntags. Kennt ihr vielleicht noch vom Food Festival? Da hatten wir diese kleinen Küchlein oder diese kleinen Muffins. Die kamen nämlich von denen in der Kooperation mit den beiden Boys, die da ihre Kaffeebohnen das da präsentiert haben. Und das muss unfassbar gut sein. War ich noch nie drin. Hier wird viel von bestellt, aber selber war noch niemand von uns da. Wir kennen den Laden schon länger, sagen die Rezensionen, und waren immer begeistert von den außergewöhnlichen Kreationen und dem netten Service. Daher haben wir die Torte für den ersten Geburtstag, ey, bestimmt vom Kind, erster Geburtstag, was für ein Invest für so ein Kind. Ich kann mich an nichts erinnern, bis ich 12 bin. Sagenhaft fluffige und einfach köstliche Zimtschnecken. Wer war nochmal Zimtschneckenverfechter von Starbucks? Ich glaube Annika, ne? Bringen wir vielleicht eine mit, aber wir werden es erstmal so genießen. Auch die Brownies mit weißen Schokostückchen sind ein Gedicht. Wirklich empfehlenswert. Unfassbar gute, leckere Leckereien auf Sterneniveau. Dieser Laden mit dem Konzept ist ein Highlight für Köln. Ich finde keine schlechte Bewertung, weil es gibt halt fast keinen. Das ist fast perfekt bewertet von 100 Leuten. Gehen wir mal rein
und schauen uns das Ganze mal an. Wir haben einen kleinen Cappuccino uns geholt jetzt hier für den perfekten Verdauer von dem, was wir heute Morgen als Frühstück genossen haben. Andersrum wäre vielleicht smarter gewesen, aber dafür kann man es jetzt nach dem Essen richtig genießen und das ist ein richtig guter, leckerer Kaffee. Das ist sehr gut. Getränke halte ich mich ja immer ein bisschen zurück. Jetzt ist es ein halbes Getränk, was noch mit reinkommen wird, denn wir haben hier ein klassisch französisches Gebäck. Das ist so außen ein bisschen ankaramellisiert, innen drin ein bisschen fluffiger. Und dazu gibt es einen Schuss Rum, den man wohl damit verzehrt. Wie man den verzehrt, ist mir überlassen, wurde mir gesagt. Wir hatten schon sehr viel Spaß hier mit einem der Inhaber. Aber ich darf jetzt hier einmal ziehen, damit ihr auch mal reingucken könnt. Und man sieht von innen, wie ultra fluffig und saftig das ganze Gerät ist. Außen, wie gesagt, etwas härter. Innen drin mit so einer Vanillecreme und sowas noch drin. Aber guck mal, wie sick das gebacken aussieht. Wie nehme ich jetzt den Rum dazu zu mir? Das ist jetzt die große Frage. Der tut es aber ordentlich. Leckerer Rum. Sehr leckerer Rum. Ja, der tut es echt. Habe ich nicht erwartet. Sehr würzig. Nee, aber das scheppert echt. Also ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Ich will verschiedene Weisen ausprobieren. Einmal rein und dann schauen wir mal, wenn sich das direkt mit dem Backwaren vermischt, ob es dann durch die Vanille, die da drin ist, ein bisschen entspannter ist, wenn es nicht direkt in die Gosche reingeht. Ich probiere jetzt alles aus, sag ich dir. Da reinschütten ist besser. Wenn du danach trinkst, ist viel zu hart. Aber da drin ist sehr geil. Du hast süß, du hast Karamell, du hast ein bisschen Vanille. Und dann hast du noch mal so einen scharfen Schock, der dir so im Prinzip über die Zunge geht. Wenn du aber so trinkst, dann hast du ein bisschen nur einmal wirklich geerdet. Sehr lecker. Mhm. Wir bewerten immer bis 5. Das ist was ganz Neues für mich. Und das finde ich ganz doll lecker. Da würde ich fast eine 5 von 5 geben. Aber ich glaube, das mit dem Rum ist zu speziell. Ich probiere es immer zu verallgemeinern. Ich sag für euch eine 4,7, aber auf jeden Fall. So ganz knapp davor. Du magst doch Rum, oder? Ja. Der Rum ist ein Party-Gag. Ja, ich hab rumgebettet. Und dann haben wir dann gestartet aus dem Pop-Up. Und dann habe ich irgendwie gesagt, komm, wir machen diese Kombi. Und dann finden die Leute das total geil. Und es ist genau das, der Effekt. Die Leute sind da so, boah, was ist das? Ja, Rum. Boah, ja, gibt her. Aber es passt gut zusammen, ist lecker. Das passt sehr gut zusammen. Aber wir haben noch eine kleine Zimtschnecke, die wir natürlich hier, vielen Dank, von der wir so viel gehört haben. Die wurde auch gerade noch mal fluffig warm gemacht. Und noch mal ein bisschen Karamellsoße drüber. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch mal hier ein bisschen. Die sind ganz schön sapschig, fluffig. Guckt euch das mal an. Boah. Hefig, lecker, geil. Aber ich habe ja auch schon einige Zimtschnecken gegessen. Was für mich auch sehr wichtig ist, Moment mal, da ist der Lukas Podolski Eisdiemann. Hallo Christian. Wir sind voll in Köln am Start gerade. Wir sind gerade tatsächlich mitten im Video, aber ich dachte, ich gehe einfach mal dran mit dir. Du willst jetzt noch im Video schnell einen Plug machen für deine Eiscreme. Du bist direkt am Mikrofon. Das beste Eis der Welt. Kommt vorbei, Brüsseler Straße, Heumann und im Handel. Das Piero Lombardi Eis, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Piero Lombardi Eis, sehr lecker, aber alles ist bei uns lecker. Finde ich gut. Was kommt dieses Jahr wohl Neues auf den Markt? Was können die Leute erwarten? Überraschung. Kommt in 2 Wochen. Ich sag nur eins. Süß und lecker. Du, ich danke dir, mein Liebster. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Also, schaut mal vorbei. Ice Cream United. Gut, die sind sehr fluffig, sehr lecker. Ich finde es wichtig, dass es von unten und oben nochmal so sapschig ist mit dieser Zimtcreme. Aber das, was ihr braucht hierzu, das ist das Wichtige. Hier ist nochmal irgendwie so diese Tim Melzer Franzbrötchencreme hier drauf. Das wäre eine 5,5 von 5, sage ich euch ganz ehrlich. Wir sind bei 4,5 hier. Innen drin ist es hefig, fluffig, lecker. Aber ich bräuchte noch mal separat sogar, obwohl hier unten drunter ist. Ja, guck mal, das wollte ich gerade sagen, miss ich. Ich muss vielleicht noch mal kurz zurücknehmen. Ich brauche nämlich diese Creme noch hier drauf. Siehst du, diese fluffige Zimtcreme? Mhm. Okay, was mir gefehlt hat. Unten ist der subschige Aufstrich. Jetzt scheppert es richtig. Das ist wirklich eine 4,9. Das ist wirklich krank da unten. Das ist nur noch fluffig, das ist nur noch lecker. Holy shit. Ansonsten schlürfen wir jetzt mal weiter unser Käffchen. Und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Bonus. Denn ich glaube, da ist... Cookie mit weißer Schokolade, Macadamia. Die Marmelade ist mit Himbeeren und Yuzu. Yuzu ist so eine japanische Zitrone. Überall auch im Hintergrund, muss man ganz kurz erwähnen, überall Sachen von Koro. Das ist unser längster Partner. Code Waffel 5, ne? Sparst du 5%. Brich ab in der Marmelade mit deinem Zitronenthema da in der Mitte. Das wird doch für dich eine richtig gute Nummer. Das ist deins, ne? Das riecht schon so ein bisschen säuerlich, zitronenlich.
tanzt sogar. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist extrem lecker, ne? Also das ist so 5 von 5, so perfekter Cookie-lecker. Es ist sapschig, schokoladig und derbe säuerlich gleichzeitig. Das ist ja nur gut. Entwirfst du die Sachen alle selber? Du hast einen fantastischen Gaumen. Das ist wirklich super lecker. Boah, ist das geil. Auch mit dem Dipper in der Mitte. Hä, das ist ja nur gut, die Nummer. Ich muss das jetzt erstmal verdauen und ein bisschen runterkommen. Luis, du musst mal deinen Muffin essen. Bis gleich. Nochmal kleine Bonusrunde. Wir haben noch einen Kardamom-Wickel bekommen. Das sind die Dänen jetzt, die es verbrochen haben. Schauen wir mal. Kardamom weiß ich nicht, ne? Ach, ist doch nah dran. Bist du bereit? Ach so, ja. Kardamomst du mit? Danach musst du auf jeden Fall so halb duschen mit den Händen. Das heißt schon mal ein gutes Zeichen. Ich zieh mir einfach so ein bisschen was raus. Bitte. Mm. Magst du Kardamom? Mhm, du auch? Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Das ist richtig lecker sapschig, sagt man, glaube ich, im richtigen Fachmund, ne? Muss ja so wappig sein auch. Also es ist sehr lecker. Kardamom ist mir persönlich, ist es zu geil, aber du feierst es richtig. Ich finde es mega spannend. Es ist super süß, aber gleichzeitig extrem würzig. Ja, schmeckt wie so ein Chai-Tee, ja. Schön durch dieses pappige wird so milchig, cremig. Finde ich lecker. Ich bewerte nicht, das war nur ein Bonus, aber das packen wir uns natürlich ein, damit wir gleich noch, damit wir gleich die anderen im Büro füttern können. Die freuen sich echt einen Ast. Ey, wir machen es kurz und knapp, oder? Wenn wir schon draußen sind. Also 4,9 können wir doch alle verstehen jetzt. Müsst ihr euch mal angucken. Deswegen heute kleine Empfehlung von kleinen Geheimtipps. Wir haben natürlich noch einen Spot für euch. Es ist was Spannendes. Ihr seht es jetzt gleich, denn ihr kommt ja mit. Bei mir ist auch 4,9. Einfach gut. Einfach gut. Letzter Laden für heute, auch eine absolute Empfehlung, das Bonhomme Factory GQ. Das ist Gerling-Quartier hier, deswegen GQ, aber Bonhomme Factory. Bonhomme sagen jetzt vielleicht einige, Moment mal, kenne ich, das ist nicht so ein Geheimtipp, aber das hier hat gerade in Köln neu aufgemacht. Plus es hat diesen Factory-Touch hinten. Heißt, da gibt es Streetfood, orientalisches Streetfood neu gedacht und das Ding ist 600 Quadratmeter groß. Dieses Restaurant hier steht nämlich seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren in Köln leer. Ich war auch mal in dem Ursprungsrestaurant, das war, glaube ich, ein Steakhouse / Italiener irgendwie so. Danach nie wieder was reingekommen. Die hatten so ein Brandschutzthema. Ich habe mich da mal mit Leuten unterhalten. Jetzt scheint es auch wieder zu gehen. Deswegen jetzt ein Bonhomme drin. Kennt ihr vielleicht aus Hamburg schon. In Köln gibt es, glaube ich, auch noch 1 oder 2 sogar. Aber hier gibt es halt eben einen neuen Touch dabei. Ganz neu eröffnet. 4,4 von 5 möglichen Sternen. Also auch top bewertet, muss man sagen. Aber auch nur 18 bewertet. Location, auch die Atmosphäre sehr schön. Es ist wunderschön, die tolle Inneneinrichtung mit einem leckeren Essen zu genießen. Neues Konzept, für uns nicht überzeugend. Auswahl limitiert, Portion kleiner, Preise teilweise viel höher als beim alten Konzept. Ein Gericht kam leider fast kalt an. Okay, also man muss zu fair sein, ne? Das ist hier so, das wird teuer von der Miete sein bei 600 Quadratmeter. Schöne Einrichtung, leider das Konzept der Selbstbedienung und der Geschmack doch eher am Fastfood erinnert. Krass, okay. Das neue Menü war sehr lecker. Ich habe Babuco mit Black Angus Fleisch probiert und Pide mit Trauben, Feigen und Ziegenkäse. Es war wirklich fantastisch. Scheiden sich die Geister. Wir geben unsere Meinung natürlich auch dazu ab. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein und zeigen euch das Restaurant. Wir sind drin angekommen. Es sieht einfach nur schön aus, oder? Es ist wirklich muckelig süß. Ich habe euch jetzt hier mal die Speisekarte eingeblendet. Wir können mal ganz kurz durchgehen. Wir haben hier Frühstückssachen, gibt einen ganzen Tag auf Frühstück. Porridge, Simit und Bread, also verschiedenste Brotvariationen bis hin zu einem Halloumi-Burger. Brot generell, nochmal was aus der Patisserie. Das ist die Schwester der Eigentümerfamilie. Das ist ein Familienunternehmen, die, ich glaube, insgesamt in Deutschland meinte sie gerade, haben die 10 Standorte. Also ist ganz schön wild, die Nummer. Wir haben Pide, wir haben ein paar Starters, wir haben Salate, wir haben Mante, türkische Tortellini. Dann gibt es nochmal solche kleineren Sachen. Ich kann manche Sachen möchte ich auch gar nicht aussprechen, weil ich weiß, ich butcher es einfach. Und wie gesagt, auch nochmal ein bisschen was für den süßen Gaumen. Ich glaube, da hat es Louis sogar fast hingezogen. Gerade eben Kaffee, Tee, ein paar Softdrinks, ein bisschen Bier, Cocktails. Ich würde sagen, ich keep's für mich recht basic. Ich werde eine Homemade Limo probieren, weil das interessiert mich immer. Bestellvorschläge kommt da auch noch. Ich finde sowas ja sehr gut, immer mit so einem System direkt übers Handy. Ich mag das wirklich gerne. Danach muss man es eigentlich selber aufpicken. Ich glaube, heute sind die so lieb und bringen uns das. Wir wollen gar nicht immer so betüttelt werden, aber wir sagen dann halt auch nicht nein, ne? Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Dann werde ich mir, glaube ich, heute ein Pide holen und zwar einfach keep it simple mit Fleisch und Käse. Jetzt kommt man hier, wenn man draufklickt, Pulled Black Angus und Cheddar Cheese. Und ich kann noch als Beilage Sachen dazu machen. Baba Ganoush in Trüffelsoße zum Beispiel. Feta-Käse aus dem Ofen, Hagebutten-Chili. Boah, Hagebutten-Chili hört sich heftig an. Dann noch extra Hähnchen, extra Garnelen nochmal. Black Angus oder ein bisschen Sujuk noch dazu. Ich glaube, fleischtechnisch bin ich hier vollends bedient. Wie sieht es denn bei dir aus? Wir haben einmal, ich kann, Schifflik, Schifflik-Sack.
Es sieht aus wie ein sehr leckeres Gemüsekörbchen. Möchtest du noch was dabei haben, eine Beilage? Also so Avocado, Tomaten, Koriandersalat zum Beispiel, Feta-Käse aus dem Ofen. Komm, wir sharepen rein. Du wolltest was aus der Patisserie, korrekt? Hattest du da schon irgendwelche genauen Vorstellungen? Hier gibt es ja das vegane Wunder, Orient Beast. Flan, das ist so ein kleiner, wie so ein Vanillepudding. Steht auch bei, ist Veggie, irgendwelche Getränke oder sowas? So ein Eistee auch. Komm, wir schauen mal rein nochmal. Banana Strawberry Smoothie, Kokosnuss Mango Smoothie, Green Life Saft. Da sehe ich dich eigentlich, bin ich ehrlich, ne? Okay, dann nehme ich den doch. Die Sachen soweit ausgewählt. Wie gesagt, wir bewegen uns hier preislich über alle Ebenen weg. Wir haben halt so fette, eingebackene Brote. Da sind wir bei 16, 17 Euro. Wir sind bei ansonsten so üblicherweise 6, bei so kleineren Sachen bis 6 bis 16. Das ist ungefähr die Preisrange bei den meisten Sachen, wo wir uns hier bewegen. Wenn es schon in die höheren Preissegmente geht, also 13 bis 16 Euro, sind das schon echt, zumindest auf den Bildern hier, wuchtige Portionen. Schauen wir uns mal an, was da geht. In der Zwischenzeit könnt ihr euch das Ganze mal angucken, denn das hier ist nicht der einzige Bereich. Hier ist nämlich noch die ganze Produktion der Patisserie, der französischen Patisserie, muss man sagen. Das ist nämlich die Schwester, die das gelernt in Frankreich. Hier ist nicht nur die Produktion für alle Standorte in Deutschland, sondern auch die komplette Produktion der Produkte, die generell verwendet werden. Auch hier in Köln, in diesem Standort, der neu eröffnet ist. Deswegen schaut da mal rein in die Prozesse und dann warten wir kurz auf unser Essen. Bis gleich. Angekommen. Heilige Mutter Gottes. Also wir hatten jetzt ein überschaubares Menü bestellt, aber wir wurden natürlich reingequatscht und auch viele andere Sachen. Keine Sorge, wir nehmen es mit. Die Leute im Büro werden sich deftig und kräftig freuen. Hier habe ich jetzt meinen Käse und Black Angus Meat Pide, mein kleines Schiffchen. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, hier einmal merkwürdig quer durchzuschneiden. Das erinnert mich ein bisschen an das, wo wir damals mit, da warst du nicht mit, auf der Truck-Tour waren wir mit den Sizzlern essen abends. Das war sehr ähnlich dazu. Wo sind denn die? Hannover? Haben die eins in Hannover? Vielleicht war ich hier schon mal, aber nur anders. Also es war auf jeden Fall ein bisschen anders. Wow. Das ist der gute, würzige Kick. Dazu habe ich jetzt noch irgendwie einen Pistazienmus bekommen. Probiere ich jetzt auch mal. Egal. Wo Pistazien ist wirklich echt ein Thema von mir, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe Pistazien. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Joghurt mit so einer Chili-Soße. Hier wurde mir mehrfach gesagt, Vorsicht, das ist extrem scharf. Schauen wir doch mal. Lecker und angenehm scharf. Und dazu ist dann jetzt immer noch, glaube ich, hier diese Trüffelgeschichte mit dem Öl. Was habe ich hier gemacht? Was ist es denn? Ich glaube, das ist das Babaganoush mit dem Trüffelöl. Das Babaganoush war es. Ah. Nochmal separat. Boah, das ist ja alles drei nur geil. Das werde ich definitiv nochmal mir genehmigen, bin ich ganz ehrlich. Also es ist eine 4,8 bei mir, das ist wirklich kurz vor der Perfektion. Und hier, das wurde mir auch nochmal empfohlen. Das sind nämlich die Mante mit Käsesoße. Ich glaube, da ist auch Fleisch drin. Die tun es nämlich auch ganz gut. Das ist nämlich Chili Cheese. Chili Cheese Mante. Lecker. Gefüllt mit dem hauseigenen, selbstgemachten Käse. Shepherds, wie sieht's wohl bei dir aus? Mal stochern, mach doch mit. Okay, wir stochern zusammen. Die sind normalerweise nicht mit drauf, aber ich habe netterweise ein paar Falafeln drauf bekommen zum Probieren. Wir wollten dich überraschen. Guck mal, ist das scharf? Sieht ein bisschen scharf aus. Mhm. Würzig, aber enorm lecker. Boah. Das ist alles ein sehr gutes Mittagsabends-Ding. Ach, kannst du so ins Bett rollen, aber. Mhm. Bei denen bin ich bei Richtung 4, finde ich auch pervers lecker. Das finde ich sogar noch geiler, das ist eine 4-4 bei mir. Und dazu könnte ich mir jetzt hier noch einmal den Salat, der dann auch noch hier reingeschwebt gekommen ist. Mhm. Der ist ja lecker, aber das bewerte ich jetzt nicht, weil Salat ist so crazy individuell. Das macht für mich keinen Sinn. Aber hier kann ich jetzt erstmal richtig reinhauen. Ich glaube nur, dein Flan fehlt noch, ne? Das heißt, wir geben gleich nochmal zu Louis rüber in die Zuckerecke. Kommt jetzt. Ja. Leute auf Tinder, die singen ihr jetzt immer Sachen ein. Das ist mega ätzend. Den ganzen Tag müssen wir schon irgendwie Achim zuhören. Schauen wir mal, wir haben gerade eben die kleine Schwester kennengelernt mit der netten Dame, die uns hier heute rumführt. Die betreibt nämlich die Patisserie. Wie gesagt, in Frankreich gelernt. Und das hier ist der Flan. Sie sagte schon, das ist gut, wenn man viel gegessen hat an dem heutigen Tag. Dann ist es nicht so schwer im Magen. Boah, die sehen so gut aus, die Sachen, ne? Wenn wir jetzt hier schön in der Mitte rausnehmen, Louis, ich mach dir jetzt schön das Bild davon kaputt. Boah, guck mal hier. Ich bin lange nicht mehr an einem Tag mit Gebäck so verwöhnt worden. Ne? Das ist ein Rundumschlag, der gut ist und mir persönlich viel Freude bringt. Cremig, quarkig, puddingig in der Mitte. Außen lecker, schön angebraten. Das ist 4,8. Und jetzt haben wir hier noch das vegane Wunder bekommen. Möchtest du mal mit reingabeln? Oh, Alter, ist das weich. Das ist ja ein Mousse mit einem Keks hier unten drunter. Noch.
Oh, ich kann dir nicht genau sagen, was drin ist, aber es ist auf jeden Fall. Ja? Das ist wirklich das leckerste vegane Nachtischding, was ich jemals gegessen habe. Da läuft dieses Mousse gerade. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Stell dir vor, du hast die Fähigkeit, das mit deinen Händen hinzukriegen. Das ist nur lecker. Das ist eine 5 von 5 bestes vegane Dessert, was ich jemals hatte, sag ich dir ganz ehrlich. Alles andere wäre unfair. Was wir jetzt machen, nachdem wir das alles so anvertilgt haben, ist, wir gehen noch mal ganz kurz raus. Ich habe nämlich noch was Besonderes für euch zu diesem Restaurant hier. So, wir sind jetzt rausgekommen. Wir haben echt einiges einpacken lassen, damit noch im Büro vernünftig was gegessen werden kann. Schaut doch gerne mal bei denen auch auf Instagram vorbei. Die machen immer mal wieder Gewinnspiele, wo ihr auch so 50 Euro Bestellgutscheine oder Essensgutscheine gewinnen könnt. Das hier bei mir auch eine ganz klare, es ist eine 4,7. Also heute waren wirklich nur geheime Tipps und tolle Empfehlungen für euch. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alle Sachen sind in der Beschreibung verlinkt. Das wollte ich sagen. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss!